Club Alpha und das verzauberte Schloss. Unsere Übungshefte mit vielen Aufgaben und Videos findest du ab sofort auf www.strandmatte.de und bei Amazon. Für die Bauern im Mittelalter beginnt jetzt die Erntezeit. Sie haben Getreide, Mais, Gurken, Tomaten und jetzt bitten sie die Kinder, ihnen dabei zu helfen, die Ernte zum Markt zu bringen. Auf dem Markt kann man nämlich die Ernte verkaufen und bekommt dafür Geld. Dieses Kapitel 8 ist eigentlich nichts Neues. Wir haben uns nämlich schon mit Dividieren und Multiplizieren, also geteilt und Malaufgaben beschäftigt. Und jetzt werden diese beiden Themen hier nochmal zusammengeführt. Und das Ganze heißt Umkehraufgaben. Ich habe dir auch schon erklärt, wofür das wichtig ist. Wenn du eine Geteiltaufgabe hast, dann kannst du hinterher mit einer Umkehraufgabe, also einer Multiplikation, prüfen, ob das, was du vorher gerechnet hast, richtig ist. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Wir haben hier einen Obstbaum. Und von diesem Obstbaum sind 8 Äpfel heruntergefallen, die jetzt für den Supermarkt eben verpackt werden sollen. Man möchte gerne jeweils 4 Äpfel verpacken und fragt sich, wie viel Verpackung man denn braucht. Also ist das eine Divisionsaufgabe. 8 Äpfel geteilt durch, ich möchte 4 Äpfel jeweils verpacken. Dann brauche ich dafür eben exakt 2 Verpackungen, 2 Schachteln. Und jetzt kommt die Umkehraufgabe. Denn wenn man jetzt rechnet, 2 mal 4 muss das rauskommen, was links vom Geteilterzeichen steht. Und das ist eben 8. Wenn du jetzt also rechnest 4 mal 2 oder so wie hier 2 mal 4, dann hat man eben als Ergebnis 8 heraus und weiß, ja, es stimmt, 8 geteilt durch 4 ist also gleich 2. Das muss immer passen und diese Umkehraufgaben, die üben wir jetzt im Folgenden. Wir haben also jetzt hier die Ernte der Bauern und wollen sie gleichmäßig in Schachteln verpacken. Wir fassen als erstes immer 3 Ähren von diesem Getreide hier zusammen. Also, das erste haben wir ja hier schon zusammengefasst. Das sind 3 Ähren, die wir einmal umkreist haben. Dann wieder 3 Ähren, nochmal 3 Ähren, nochmal 3 Ähren und nochmal 3 Ähren. Also haben wir die insgesamt 15 Ähren und wir wollten immer 3 zusammenfassen, haben wir 15 geteilt durch 3 gerechnet und haben dadurch 5 zusammengefasste 3 Ähren bekommen. Also wenn du dir vorstellst, immer 3 Ähren in eine Schachtel zu packen und du hast 15 Ähren, dann nimmst du 3 weg, packst sie in die Schachtel, nimmst nochmal 3 weg, packst sie in die Schachtel und nochmal 3 und packst sie in die Schachtel und nochmal 3 und packst sie in die Schachtel und ein letztes Mal 3 und packst sie in die Schachtel. Das heißt, du hast 5 Schachteln gepackt, 15 geteilt durch 3 ist also gleich 5 und die Umkehraufgabe wäre jetzt 5 mal 3 und das ist 15. Also ist es korrekt, was wir gerechnet haben. Jetzt gucken wir uns die Maiskolben an. Die Maiskolben siehst du hier und du könntest sie am Anfang zählen. Dann kommst du auf insgesamt 16 Maiskolben. Von den Maiskolben sollen aber immer jeweils 4 in eine Schachtel. Also umfassen wir hier 4 und nochmal 4 und nochmal 4 und nochmal 4. Das heißt, die 16 Maiskolben geteilt durch 4 ergeben 4. 4 Schachteln, die dann verpackt sind. Und jetzt nochmal die Umkehraufgabe. Also 4 mal 4 muss 16 ergeben und das stimmt auch. Jetzt die Gurken. Immer 5 sollen zusammengefasst werden. 5, 5, 5 und nochmal 5. Das heißt, 20 Gurken geteilt durch immer 5, die man zusammenfasst, ergibt 4. Also muss die Umkehraufgabe 4 mal 5 lauten und das ergibt 20. Und dann weiß ich, ja, es stimmt, 20 geteilt durch 5 ist also gleich 4, weil die Umkehraufgabe auch passt. Jetzt die Tomaten. Es sind insgesamt 36 Tomaten und es sollen immer 6 in eine Schachtel. Also 36 geteilt durch 6. Ich fasse also die ersten 6 zusammen, die nächsten 6, die nächsten 6, die nächsten 6, die nächsten 6 und noch die letzten 6. Dann habe ich insgesamt 6 Schachteln gepackt. 36 Gesamttomaten geteilt durch 6, die ich jeweils in eine Schachtel packe, sind also 6. Die Umkehraufgabe dazu wäre 6 mal 6 ist 36. Tja, und jetzt ist alles verpackt auf dem Wagen und jetzt geht's ab zum Markt.